Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr Boards, Listen und Karten mit Trello erstellt. Trello ist eine App, mit der ihr ganz einfach Projekte organisieren könnt. Ähnlich wie beim Brainstormen könnt ihr Karten und Listen erstellen und so eure Ideen aufschreiben und mit eurem Team teilen. Öffne als erstes Trello in einem beliebigen Browser. Als erstes müsst ihr ein Board erstellen. Das kann zum Beispiel den Namen eures Projektes haben. Dazu könnt ihr eine Liste erstellen. Die Liste kann zum Beispiel genutzt werden, um bestimmte Fortschritte eures Projektes anzuzeigen. Erstellt zum Beispiel diese drei Listen. Innerhalb der Listen lassen sich Karten erstellen. Eine Karte kann ein Baustein eures Projektes sein. Hier könnt ihr gezielt Aufgaben verteilen, Mitarbeiter einladen, einen Fristtermin setzen oder Dateien anhängen. Ihr könnt so viele Listen und Karten erstellen, wie ihr möchtet. Über welche Trello-Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.